Dann holen wir uns das Wasser hier raus, schütten zu und legen es dann wieder hin, wenn wir so weit sind. So. Ich mal sagen, machen wir es doch mal so. Machen wir es mal so. Dann sind wir nämlich hier wieder draußen. Aber wir haben jetzt nur den Tag Zeit, das hier kurz zuzupflastern. Und dann müssen wir das Ganze noch mit Erde abdecken. Aber das wird knapp. Weil. Ich brauche ja irgendwo Felder. Und dafür brauche ich Wasser. Und hier ist ja Wasser. Ne? Ihr versteht? Ich könnte jetzt das Wasser einfach reusen. Wie wir technisch mal sagen. Hier wiederverwenden. Das ist quasi praktisch angewandtes Recycling in neumodisch. Ja. So. Erstmal Cobblestone. Können wir immer noch hübsch machen. So. Hier haben wir gleich da einen super Bereich geschaffen, wo Monster spawnen können. Mit dem Wasser. Schon mal super, ne? So, und jetzt haben wir hier da unsere Kemenate. Und dann können wir da lang nämlich ausbauen zum Wasser hin. Die Frage, wie wir das exakt machen, aber nun ja. Ach, so weit sind wir da hinten. Müssten wir quasi von den Tieren aus durchgraben, um da vorne raus. Ich wollte ja eigentlich da rauskommen, nicht da hinten. Aber ja, es sollte erstmal reichen, um da so ein paar Felder monstergeschützt anzulegen. Das ist ja jetzt erstmal das Hauptaugenmerk. Die Produktion von Weizen und ähnlichen Dingen in Gang zu kriegen. So. Yep. Ja. Sticky Sticks. Fackeln. Ja. Ja. Jetzt natürlich lustig. Sonst was. Ich leuchte das jetzt erstmal hier grob aus. Ich achte jetzt erstmal nicht auf eventuelle Symmetrieverbrechen. So, weil wir müssen ja jetzt hier weiterarbeiten. So, vorbereitet haben wir das. Ah, ja, natürlich. Das macht mir jetzt natürlich den Wasserlauf immer sofort kaputt, wenn wir hier was tun. Ist jetzt auch nicht so das Optimum. Mir einfach mal einen Eimer kräften. Ich habe doch irgendwo Eisen. Ich kann doch Eimer machen. Dann holen wir uns das Wasser hier raus, schütten zu und legen es dann wieder hin, wenn wir so weit sind. Ich habe doch irgendwo... Danke. Ich habe doch irgendwo Eisen, dachte ich doch. Genau. Und wenn ich Eisen habe, habe ich... Geh weg. Ein Eimer. Und wenn ich einen Eimer habe, habe ich unendlich viel Wasser. Ne? Also gleich. Weil wir machen jetzt einfach hier unseren Dreier. Da holen einmal Wasser da aus der Mitte. Zack. Zack. Unendlich viel Wasser. Mhm. Genau. Super. So, das heißt, wir holen jetzt erstmal hier überall Sand rein. Holen den Sand wieder raus. Sand wieder rein. Und holen den Sand wieder raus. Ach ja, Spannung ohnegleichen. So. 12. Reicht das? Nicht ganz. Jetzt reicht's. So. Jetzt müssen wir den Sand hier wieder rausholen, weil Glas brauchen wir ja auch gleich. Wir wollen ein bisschen aufs Wasser gucken können. Dann müssen wir da vorne durch diese Wand.
wo wir uns erstmal räumlich orientiert haben, ist das ja okay. Wir brauchen hier drin natürlich auch den Dirt als Boden. Das heißt, wir holen den ganzen Sand hier einfach mal raus. Ne? So. Nein, das war so nicht geplant. Aus meinem unendlichen Wasser ist ein sehr unendliches Wasser geworden. Naja, machen wir es mal wieder so. So. Repariert. Uff. Gar nicht so einfach. Nichts kaputt zu machen. So. So, den haben wir auch mal raus. Und die Wand hier kann auch weg. Ausbauen. So, jetzt ist bloß die Frage, wo der Übergang denn zu dem vier hohen Raum wird. Wahrscheinlich hier an der Kante. Nehmen wir das jetzt erstmal als natürliche Begrenzung für den Raum. Sorry. Ach, scheiße. Ein zu viel gemacht. Zwei zu viel gemacht. Zwei zu viel gemacht. So, ja, ein bisschen Licht geht hier immer. So, machen wir jetzt noch weg. Und holen uns dann den Sand hier raus. Das sieht doch gut aus. Flöt, flöt, flöt. So, eigentlich habe ich noch was anderes zu tun. Mal gucken, wann ich das offiziell announce. La, 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 la. Ah, keine Schaufel mehr, aber Eisen gefunden. Das ist doch gut. Military Style. Ich mache mir ein Dings. Ein Grabeding. Erstmal mit Dirt zu. So. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal gleich noch eine Schaufel. Weil wir so verschwenderisch sind, machen wir gleich drei. Ja. Fledermäuse. Na, ist das nicht schön. Eisen. Aber die haben wir da noch. So, wollen wir jetzt von Eisen noch. Ja. Na, googeln wir doch mal. Googeln wir doch mal. Achso, siehst du, das wollte ich. Schon wieder. Also, ich lern's nie, ne? Ich lern's einfach nicht. Ich lern's einfach nicht. Zack. Hey. Ach, da drunter ist jetzt auch noch. Wollte ich ja noch wissen, da ja wahrscheinlich jeder, naja, höchstwahrscheinlich 90% schon mal dieses Minecraft-Leben sich angeguckt haben bei YouTube und mit dem ganzen Roleplaying-Action, die da so abgeht, würde ich gerne mal wissen, wie das so gefällt mit der Roleplaying-Action. Ich könnte meine Meinung dazu jetzt auch kundtun.
Da man hier an sich nichts verpasst, kann man dann auch vorspulen, falls man es noch nicht gesehen hat und sich gerne eine eigene dieser Meinung craften möchte. Könnte man damit auch noch quasi ein wenig warten. Ja, ist das schön. Falls aber nicht, könnte ich ja jetzt was dazu sagen. Und zwar, also an sich, also es gibt ja bei diesem Minecraft-Lebensserver sind ja alle dabei. Alles, was Rang und Namen hat aktuell und nicht historisch bedingt, ist auf diesen Server geladen worden und interagiert miteinander, was ja an sich eine ziemlich coole Geschichte ist. Macht auf jeden Fall viel Spaß und Laune beim Gucken. Vor allem, da man nicht YouTuber X und Y jetzt einzeln sich angucken muss. Sie tun sich auch zusammen, interagieren und machen auch mal hier und da eine Aufnahme gemeinsam. Das ist ja auch lustig und schön. Aber, also dieses ganze Roleplaying-Gedöns ist zwar irgendwo kurzweilig, wenn es gut gemacht ist. Siehe die Ideen, die dieser gewisse Herr Bergmann da immer wieder hat. Das finde ich echt gut. Also auch so konzeptionell und so weiter. Ist halt echt geil ausgearbeitet. Vor allem, dass er jetzt letzte Folge, vorletzte Folge, keine Ahnung, er hat es halt ins Real Life rübergezogen, was auf dem Server passiert ist. Fand ich ja auch eine nette Idee. Was endgültig eine gute Idee ist, das so sehr zu vermischen. Ist dann auch wieder fragwürdig, aber nun ja. Eine gewisse Identifizierung mit dem Online-Charakter sollte hier gegeben sein, vor allem wenn man da Roleplayen möchte. Ist halt wahrscheinlich nicht das schlechteste oder die schlechteste Idee. Aber nun ja, es gibt da auch so Roleplay, das gefällt mir gar nicht. Naja, also gar nicht. Ach, ich weiß nicht. Es wirkt auf jeden Fall sehr gekünstigt und gekünstelt und gestelzt und hingebastelt und so weiter. Weil wenn man es nur liest, wenn man das nur liest im Chat, so wie die Leute sich so mittelalterlich gegenseitig vollpöbeln. Sire, ihr kreuzet meines Weges Biegung oder so. Dann ist das halt was anderes, als wenn man das so gesagt bekommt. Und da die ständig dabei im TS hängen, ist das irgendwie so ein bisschen, naja. Also ich empfehle die Reihe des Bergmann dazu, wie man Roleplaying machen könnte in Minecraft. Und wie es dann auch gemacht wurde. Echt sehenswert. Also ich finde die Folgen echt kurzweilig, vor allem weil sie nicht so lang sind. Das ist halt auch ein Vorteil für dieses Format. Weil es halt dann doch anstrengend ist, den Irrungen und Wirrungen dieses Servers in Gänze zu folgen, finde ich jedenfalls. Und das halt ziemlich verworren teilweise. Weil es ja jetzt auch mangels Absprachemöglichkeit, die Jungs und Mädchen kann man ja sagen. Ist ja doch gendermäßig ziemlich offen, die Geschichte. Sind ja doch viel beschäftigte Leute, wodurch vielleicht auch einiges bedingt ist, aber naja, hier und da laggt Koordination, wodurch es dann etwas verworren wird. Plus halt dann die jüngere Servermitglieder, keine Ahnung. Es ist jetzt wieder der Vorteil und das Vorurteil des Älteren, die dann halt eher Schindluder bauen, als Vernünftiges zu tun. Naja, auf jeden Fall ist es etwas verworren, ähnlich wie meine Ausführung der letzten 3 Minuten. Und nun ja. Also mich würde halt mal interessieren, wie es euch so gefällt oder ob ihr euch das überhaupt schon gegeben hat. Ich kann als positives Beispiel nur wieder Herrn Bergmann anführen. Und ein negatives Beispiel möchte ich gar nicht anführen. Aber wenn man so guckt, mit wem er so interagiert und so weiter, merkt man halt, wer so mehr drauf hat und wer weniger. Finde ich, da kann man auch gut ranken. Und auf jeden Fall kommen episch zurechtgeschnittene Minecraft-Folgen mal raus. So, eigentlich ist der Raum gut ausgeleuchtet und noch hoch genug und überhaupt. Könnten wir noch jetzt mal anfangen, hier irgendwie so Erde reinzuhauen. So, wir bräuchten eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, als ob es geplant gewesen wäre. Und ehrlich gesagt, das war es gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja.
Wow. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Epische, spannungsgeladene Musik beim Klatschen von Erde für eine unterirdische Minifarm. Yay. So.